die kleinen Kinderfüße hier in dem Ding drin. Das ist auch witzig. Da war Kinderfüße und Hände in dem Wasser. Wo ist Daniel? Daniel? Oh. wir sind schon bei... Attacke! Attacke! Nein, 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 nein! Und da sitzen ja zwei, habt ihr gesagt, am Lagerfeuer, ne? Ja. Schön. Ich glaube, der stärkste ist immer der, der unten links rumläuft, oder? Kann das sein? Das ist wirklich, ja. Hier oben auch zwei oder ist hier oben nur einer? Das ist, glaube ich, nur der eine. Das Problem ist... Was ist denn der? Der ist Gerber, glaube ich. Der hat diese dicken Handschuhe an, ne? Ah, ne, da sind zwei. Da ist noch ein Kämpfer. Schau, nicht so zweit. Im in irgendeiner Box oder so, glaube ich, müssen sogar noch zwei fucking ja, sein. Ja, es war zu dunkel, ich hab's nicht mehr gesehen. Die Box hat dann nur mit, glaube ich, einen Ast kombinieren oder so. Dann kannst du die aufhängen. Ich glaube, das war ein Baumenü, glaube ich. Du wurdest getötet durch Blutet. Aber ich habe auch Blut abgekriegt. Ach, krass. Das ist natürlich bitter. Ja, muss kurz warten. Ist das dunkel in meiner Butze? Wir wissen nicht, wie unsere Butze aussieht. Hm? Ich sehe einfach letztendlich nichts. Bin ich jetzt wieder oben? Ja, ich glaube, bin mir oben. Ah, das ist doch die Treppe runter. Dann müsste hier rechts noch der Tisch kommen. Ich sehe einfach nichts. Ist die Gerberei? Ah, jetzt wird es langsam wieder hell. Zum Glück ist mein Tempel so schön beleuchtet. Ja, kommt her, schlitzt meine Kehle auf. Ich bin bereit. Chris, guck mal. Chris. 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 Neo! Wehe, du schlitzt meine Kehle. Oh. Oh. Digga, ich bin blutig wie Sau. Auf Chris, guck mich. Nein. Doch. Er soll auf dein Bildschirm gucken. Er guckt. Lassen Sie das! Du triffst mich an die... Ich hab was mit dich, Evie. Machst du eigentlich Damage bei mir am Tempel? Nein. Lass das mal so. Guck mal, ich hab was für dich. Ach was. Bring die mal weg. Bau doch so einen Stall. Also ich... Aber ich kann so einen Stall nicht bauen. Ich muss das Holz erst machen dafür. Ach so. Aber sterben die nicht in der Zeit, wenn... Ja, in 24 Stunden. Deswegen muss ich ja das Ding machen. Ja, dann los. Ich mach doch schon 300 Holz. Oh Gott. Ey, ihr habt doch auch irgendwie so ein Tigerbaby oder sowas, so ein Jaguarbaby, ne? Ja, eins hab ich auch, ja. Die verhungern euch nach einer Zeit, ne? Ja, das, das Lustige ist, Neo hatte nämlich auch einen Tiger oder auch ein Pferd. Das hatten wir mal im Stream geholt. Ja, das lag dann tot in der Kiste. Nice. Ja. Richtig dann scheiße. Die dann hat Neo es verstampft in der Stampfstation, ja. Und Öl davon gekriegt. Oder nee, was hast du gekriegt davon? Ja, Öl, glaube ich. Keine Ahnung. Wo bist du gestorben, Mädchen? Im Dorf. Da ist Ungabunga. Da ist Efi.
Ich hab mir nämlich einen Knüppel gemacht. Ja, ich hab auch einen Knüppel und ein Seil schon. Ich hab auch so eine Dinger gebaut für die Sklaven. So ein Wheel of Pain? Ja, zwei. Das hab ich auch schon gebaut. Ich hab eins bisher nur. Aber ich hab noch nicht so eine Suppe. Ja, die kann man ja machen, wenn man das hat. Aber ich weiß auch gar nicht, wie viel man immer braucht für so einen. Ich mach das Ding voll. Da ist Efi. Da ist ein Tiger. Was sind das? Sind das Ohrringe? Ohrringe der schwarzen Hand. Ja, Lilo, das zieh ich doch gleich mal an. Schaut mich an mit meinen neuen Kreolen. Siehst du da hinten? Wie man nicht mal sieht. Hallo, hast du schon einen? Okay, anscheinend nicht. Ich hab noch nichts. Brauchst du Menschenfleisch? Hier, meine Beine. Ja, für den Tiger. Ich habe tatsächlich 10-mal gereinigtes Wasser, falls ihr was braucht. Und ich habe ein Obsidian gefunden. Schwarzes, aus Lavaströmen geformtes Glas. Ein scharfkantiger, gläserner Stein. Obwohl Obsidian nicht so leicht verarbeitet werden kann wie Eisen oder Stahl, lassen sich daraus fast schon lächerlich brüchige Waffen anfertigen. Der Legende nach sind Obsidian-Waffen äußerst mächtig im Kampf gegen gewisse untote Kreaturen. Seriöse Scholaren beharren allerdings darauf, dass es sich hierbei um eine Lüge handelt, die der Troubadour Grey Rain Rand Martinus in seiner bekanntesten Ballade von Feuer und Schnee verbreitet hat. So ein Hurensohn. Was bekämpfen? Ich dachte, wir betäuben. Achso, wir können auch betäuben, aber ich halte, glaube ich, nicht so viel aus. Nee, ja, macht ja nichts. Ich schon. Oh, hier ist der Zimmermann. Warte mal. Ist hier aber auch ein Koch gelegen. Vielleicht ist der gestorben. Haben? Ja, ja, ich sehe ihn aber nicht. Er liegt hier, genau. Er liegt genau bei mir. Du kannst genau hier zugreifen. Aber ich sehe ihn ja nicht. Nimm einfach das Seil und drück X. Es klappt. Er liegt genau bei mir. Nee, nicht das Messer. Ja. Einfach X drücken. Ich hab doch. Zieh mal, geh mal. Vielleicht ziehst du ihn mit? Ich hab ihn nicht. Echt nicht? Siehst du ihn jetzt? Nein, ich seh ihn nicht. Bei mir ist er unten auf dem Boden. Dann pack ich ihn einfach bei dir rein. Willst du den. Wollen wir den Bogenschützen auch mitnehmen? Den können wir auch mitnehmen. Ja. Der ist Gold. Und da ist noch ein zweiter. Lass uns weggehen. Lass uns noch ein zweiter, das schaffen wir sonst nicht, Neo. Lass uns kurz hochgehen. Ich geb dir den dann einfach, ja? Ja, alles gut. Der eine und rennt uns hinterher. Welcher ist denn das? Der goldene? Der mit dem Schwert. Keine Ahnung. Nee, das ist der weiße. Willst du den probieren noch? Ja, ich muss mich auch heilen. Okay. Alter, was? Oh, dass er genau auf dich aggro hat. Oh, übelst gemeine Schwein. Boah, ich hab keine Heilung, ich muss weg. Oh! Er hat mich zerteilt! Ja. Aber ich glaube, der Genockte müsste trotzdem da liegen dann. Ja, ja, der ist trotzdem da. Wie gemein, ja. Hä,
Hä? Warum spawn ich manchmal in der Wüste und manchmal im Bett? Ja, ich klicke immer extra noch auf Bettrolle. Also, weil mir das schon mal passiert ist. Also, wenn ihr mal nicht im Bett spawnen solltet, dann müsst ihr nochmal in die Einstellung gehen und euch töten lassen. Dann spawnt ihr danach meistens im Bett. Chrissy, können wir das mal wieder gucken, Guardians of the Galaxy, vielleicht wenn der, bevor der neue jetzt rauskommt? Chris? Klingt begeistert. Ich zieh ihn mal weiter, ja? Hm? Ich zieh ihn mal weiter. Wen? Den Typen. Oh, Scheiße. Hast du Akku von irgendwas? Nein. Okay. Oh nein. Was denn? Ich hab Akku von dem. Aber wo ist denn der Typ jetzt hin? Den habe ich mitgezogen gehabt. Achso, also hast du schon alles? Ja, ich muss erstmal kämpfen. Eine Miesgeburt, Alter. Hast du dich gelootet? Ja, hab ich. Ach du Scheiße. Leichenstarre, Ernte nicht möglich. What? Du hast dich gelootet, ja? Ja, ja. Daniel schon wieder. Alles gut, Daniel? Oh ja. Also wenn der Aufzug durch den TÜV kommt... Alter, okay. What the fuck? Okay. Noch in der Testphase. Ja. Ah, Zimmermann 2 ist doch schon gar nicht so schlecht für den Anfang, oder? Ja. Kann ich ein Holz machen lassen? Wir haben Beute gemacht. Ziehen ihn jetzt, schleifen jetzt überall durch. Schön durch den Dreck und durch die Scheiße. Ja, genau. Habt ihr irgendwo hingekackt? Dann zieh ich den durch. Ah, ihr habt die Brücke da vorne gebaut, ne? Oh, perfekt. Wie groß euer Haus ist. Gerade Mut, ne? Ja. Ah, nee, ich mach trotzdem Spur erstmal, damit man das Dachbuch kommt. Später. Ja. Oh. Was ist jetzt hier? Nichts. Werden hier jetzt schon Sklaven ausgebeutet? Nein. Ja. Wir sind hier nicht in Katar, ja? Oha. Stimmt, ja. Warum funktioniert das nicht so? Was hat keine Stadt? Ich sag, warum sagst du Oha? Während der WM hat es auch keine Sau interessiert. Welche WM? Die jetzt war, oder was? Das habe ich nicht geguckt. Da hat es auch niemand interessiert. Doch, ich fand das nicht nett. Darum habe ich es auch nicht geguckt. Und weil es mich nicht interessiert. Tatsächlich. So, wie kriege ich am besten Äste, Leute? Kriegt Axt. Brauchst du welche? Ich habe zu viele. Ja, aber wie kriege ich die am besten? Ich denke mit der Axt. Mit der Axt aus dem Baum? Also von diesen kleinen Bäumen. Also ich habe Probleme gehabt, da irgendwie großartig Äste zu finden. Ja, nicht diese großen, diese kleinen Bäume.
Ich finde die. Die mehr so wie Palmen aussehen. Man findet die eher auf dem Dings tatsächlich auf dem Boden schneller, habe ich das Gefühl. Der hängt da 4 Äste raus. Oh ja, das stimmt. So Samen. Warum baut ihr das nur bis daher? Was für eine Scheiße, Mann. Da muss das andere hier drüben auch ein Ding sein. Holz. So, let's go. Das ist so schlecht, ey. Sieht lustig aus, Daniel. Ja, es ist. Ist noch nicht ganz ausgereift, würde ich sagen. Ja, es war. Nach einer Probe. Verstehe. Nach einer Probe. Verstehe. Die Fahrstuhlbeta. Das ist die Fahrstuhlbeta, ja, aber. Ein erster kleiner Schritt ist getan, man kann nicht schon mal rüberfahren. Oh, der Bilbo ist wach. Der kleine Bilbo ist. Oh, Bilbo. Nicht da drauf kratzen. Mama! Was ist jetzt passiert? Eigentlich war ich jetzt schon voll müde, aber dieses Fahrschulprojekt hat mir jetzt gehungert. Warte, ich will mal angucken, komm. Das sieht verboten aus. Einfach nur diesen einen dünnen Stab steht. Kann man das schon ausprobieren oder geht das kaputt? Ja, nee, also es fährt. Ich muss halt nur die maximale Länge, muss ich halt noch ausloten, aber. Komm jetzt, sieh mal, Lady, das ist der sicherste Lift. Ja, gut. Bei dem steige ich nie wieder in den Lift, der hat mich runtergetreten. Und dann sagt er noch, oh. Du elender Hund. Also, ich hätte mir nicht gedacht, dass du das überlebst. Er hat ja gewusst, wie. Magst du Verbände? Ich hab noch welche. Ja, bitte. Ich muss ja aber jetzt nicht zwischen den Hodensack greifen, oder? Das ist optional. Ne, optional. Dankeschön. So. Okay, gut, das heißt. Aber euer ja. Haus sieht ja echt schick aus, also ohne Scheiß. Ist schon nice, ne? Bin ein bisschen neidisch mit meiner kleinen Pritsche. Ja, wer eine Pritsche braucht, die. Neo, wollen wir nochmal runtergehen? Ja, können wir gleich machen, warte. Ich mach grad Suppe. Das sieht so verboten aus. Es ist noch Suppe da! Ja, er läuft schon, aber ich brauche mehr Suppe. So, aber gut. Aber wir wissen, es ist technisch möglich. Jetzt müssen wir nur mehr die maximale Lauf... die maximale Laufweite erhöhen. Meine Hütte sieht aus wie von Hagrid. Nein, wie eine dänische Hütte. Ne, ich habe jetzt abgeändert. Damit es nicht mehr so aussieht. Das ist wieder Stahl. Eisen. Jesus Christ. I'm Rick James.
das noch für einen? Oh, Bunga Bunga, jetzt ein Fehltritt und es ist vorbei. Doch gereicht. So, jetzt muss ich wieder. 10,5 Stunden ist das Ding. Okay. 10,5 Stunden dauert es, um den jetzt zu holen? Nein, nein, so lange hält die Suppe, die drin ist. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Jetzt ungefähr. Warte mal. Ich kann ja einfach weiterlaufen. Ungefähr 500 Suppe reingemacht. Der frisst auch wie ein Scheunendrescher. Der ist hungrig, der Arme. Ja, er muss ja auch hier am Rad drehen, ne? Ja, müsst ihr euch mal angucken. Habt ihr das schon gesehen? Müsst mal zu Neo gehen. Ich guck mir das auch gleich an. Lass mich doch mit dem Händler. Ja, du Sau. Ich brauche noch so eine Peitsche. Warte, ich komm, Neo. Ich will mir das mal angucken. Du kennst das doch schon. Du wohnst hier oben, ne, bei mir? Ne, ne, da hinten, wo wir angefangen haben. Ach, da hast du das. Da habe ich Dinge hingestellt, ja. Ich kann das ja nicht da oben hinbauen, gar keinen Platz dafür. Hättest du mehr zu mir gebaut? Ach, da drüben hast du das gestellt. Ja, damit die sicher sind, falls Tiger spawnen. Und der Jaguare. Wie deine Brüste wackeln, wenn du angerannt kommst. Kannst du dich bitte was anziehen? Ich hab nur eine Augenklappe um. Ja, ja. Ja, ich hab nur Augenklappe um. Sieht aus, als ob ich ein Stück Schamhaar davor geklebt hab. Nein, wenn du rohes Fleisch hast, mach das denn hier rein. Nee, ich hab leider kaum rohes Fleisch. Ich bin richtig arm. Ich bin ein Junge. Kann ich auch an die Pferde verfüttern? Nein. Ich hab nicht versucht, das Pferd da reinzumachen. Natürlich. So, ja, ich muss hier wieder eine Scheißding machen vorher. Fuck me. Oh, cool. Das kann schon ein Weilchen dauern, Neo. Aber ich glaube, der hört ja dann nicht auf, ne? Wenn er kein Essen hat, oder geht das dann langsam wieder zurück? Der Fortschritt, den man schon erreicht hat. Deswegen mache ich ja noch mehr Suppe. War das Ding einfach voll. Aber man kann den. Wie viel Fasern hast du denn bitte? Ich habe Rückwegfasern gesammelt. Nur 3000. Oha. Nur. Ja, wirklich, ich sammle das alles mit der Hand. Nee, nur 3000, schwach. Ja, wirklich schwach. Lächerlich. Du hast gerade Damage gekriegt, weil er vom Dach runtergefallen ist? Nein. Ich bin jetzt ein Deutsch. Aber ihr habt auch echt krass viel Platz hier vorne. Ihr könnt hier voll viele Elefanten und sowas alles hinstellen. Werd man hier nicht neidisch, ja? Hey, ihr habt euch einen guten Spot hier ausgesucht. I know. Alter, habt ihr hier schon einen Jaguar-Kopf hängen? Ey, kaum das Haus fertig, aber schon Deko. Das war mit das erste, was hier war. True. Ach, hier unten? Schlaft ihr hier unten? Nee. Nein, cool. Macht's wieder jeder so, in einer Kiste oder was? Wo schlaft ihr denn? Wird gebaut, Lagerstätte, oben links wohnt Daniel, oben rechts wohnt Wo denn? Oben rechts wohnt Daniel, oben links wohnt ich so. Wo wohnt ihr denn? Na, hier oben, komm, machen wir den. So wie beim letzten Mal. Hier drinnen? In dem Raum? Da drinnen, nur da drinnen. Also hier wohnt Daniel, okay. Alter Chris, du siehst ja aus. Wie so ein Rentner mit Schmerzen. Wie so ein Gestörter, Alter. Weißt du, siehst aus, sagt sie hier oben ohne. Mit Augenklappe! Augenklappe, aber den. Ich hab's aufgegeben, mir Kleidung anzubieten. Das ist doch locker C oder DQB von einer, keine Ahnung, 18-Jährigen gerade. Ja, deswegen läuft sie auch so gebückt nach vorne. Gar nicht. Abbildung! Aber Chris, komm mal mit, guck dir mal den Sklaven an. Komm mal kurz mit. Und ja. Daniel am besten auch, komm mal kurz mit. Guck da kurz. Alter, ich lauf wirklich ganz schön gebückt. Ja, sag ich doch. Ja, jetzt ist besser, die Schwerter waren so schwer. Ich sehe deine Blicke, hör auf damit. Wo ist denn Daniel? Ah, er ist noch drüben, warte mal. Daniel hat doch noch sein. Sein Fahrstuhlbrüder. Aber das kannst du relativ weit eigentlich bauen. Ja, aber man muss sich halt langsam vortasten. Kommt mal mit kurz, kommt mal mit zu dem Wheel of Pain. Das Problem ist, er muss ziemlich gerade sein dann, ne, wenn du echt weit baust. Geht mal da hinten, ja, wo wir schon angefangen haben in dem Gebiet.
Achso, hier ist ja eure komische Leiter. Was? Das ist eine tolle Brücke, ja. Brücke? Ja. Guck mal, das ist doch mein Haus und mein Tempel. Ich hab schon einen Tempel hingestellt. Ich finde, das sieht aus wie Hogwarts, so. Ein bisschen. Guck mal, wie die Schlange da oben an dem Pfeiler auch sich lang schlängelt. Und hier, eines Tages, lege ich mich dann hier hin. Und dann sage ich, los, opfert mich zum Wohle aller. Aua! Au, Neo, Alter! Los, trinkt mein Blut! Achso, wollt ihr ein Blut haben? Können wir das mit Sklaven denn machen? Das wird ihr opfern? Ne, ihr habt ja diesen, diese Opfergruppe, die brennt in der Mitte. Ach so, Leute, kommt mal her, ich kann euch mal was geben. Leute. Leute, kommt mal kurz her, ich kann euch was geben. Stellt euch mal in die Reihe. Jeder kommt einmal vorgetreten. Hier einmal für einen. Dann hier für Daniel und für Neo. Das ist ein Mittel gegen, Gift. Gegen Gifte. Hm? Danke, Göttin der Brüste. Das könnt ihr trinken dann. Danke. Kuss auf die Titte. Danke. So, jetzt kommt man mit zu dem Sklaven. Ah, jetzt sollen wir hier sehen. Ja, aber ich hab nichts drin. Noch nicht. Hier bis wir schlafen, dann finden wir uns da drin wieder. Pass auf. Hier hat Neo seinen. Oh, der ist schon fleißig. Mhm. Hört mal, der weint ganz doll. Ja. Echt? Ich hör nix. Ich auch nicht. Schlage ihn mal, dass er ein bisschen schneller läuft. Doch, der macht so. Aber warum will auf den? Was schmerzhaft ist, die ganze Zeit das zu drehen. Das ist ja ein großes Rad. Das ist bestimmt schon schwer. Und was macht das? Na, ja. Den tamest du damit sozusagen, wie bei Ark. So, den brichst du damit praktisch. Ding, ja. Achso, okay. Du brichst sein Ding. Sehr gut. Das gefällt mir. Haben wir nicht irgendeine Peitsche oder so? Und hier drüben... Hier oder auch hier, dass man hier mit brennenden Stöckern brandmarken kann oder sowas? Hier drüben kommt sozusagen jetzt... Da zieht Neo sich gerade so ein Tiger. Das ist aber kein Tier, oder? Nee, aber kommt dann eins, wenn es soweit ist. Und sowas bräuchten wir auch für den Tiger? Aber ihr könnt ja mal reingucken mit X und dann seht ihr oben sozusagen den Begleiter, seht dann das Futter und ganz unten rechts ist halt... die Herstellungswarteschlange, wie lange das einfach dauert, bis das voll ist. Der frisst halt auch Menschenfleisch und so, ne? Rohes. Und die Arme. Daniel, ist unser schon tot eigentlich? Daniel, warum hängst du da? Der braucht 24 Stunden, bis er stirbt. Ja, der wird sicher schon. Was, Echtzeit oder? Ja, Echtzeit. Achso. Ja, der ist in der linken Kleinkiste. Wenn ich baue doch auch so einen Stall und macht Futter rein. Nee, wir müssen jetzt die Ressourcen aufs Haus und auf den Fahrstuhl konzentrieren, das hat jetzt oberste Priorität. Vor allem der Fahrstuhl. Vor allem der Fahrstuhl, ne? Ja, der besonders. Das Haus sieht gut aus mit dem Vorgesetzten, sag nochmal. Ja. Ach, ihr müsst nochmal herkommen zu mir! Ihr müsst nochmal zu mir ins Haus kommen! Bitte. Zum Abschluss. Ich mach nämlich gleich aus. Kommt mal bitte einmal kurz in mein Haus. Willkommen angewandt. Hier, hallo! Zu mir bitte. Fräulein Prosetit. Guten Tag. Servus. So, kommt mal mit rein. Aua, ja. Ich bin gestolpert. Entschuldigung. Das ist mal ein Spider. Das ist mal ein Spider-Meme. Lass es mal hinsetzen. Ich hab den Tisch extra gedeckt. Heute gibt's Gift. Kommt mal hoch! Ich passe da fast gar nicht rein! Alter, was ist das für eine kleine Hütte? Das ist für Mädchen! Das ist klein und enger, wo ich stehe. Da ist dein Platz neben mir, Chrissy. Das ist ich. Mit X. Nein, nicht auf den Schemel! Du sollst links neben mir sitzen! Du hast doch keinen Tisch für dich! Kein Platz, kein Stuhl. Ja, toll, mit den Füßen auf den Tisch! Mit X, ja? Das gibt die Würze. Achso, nein, ich weiß nicht, wie ihr sitzt. Mit E wahrscheinlich. Mit E. Ich hab ein Schwert draus.
großes Schwert fürs Fleisch. Aber jetzt macht ihr das alle nach? Hunger! Ja. Wo bleibt das? Essen, Essen, Essen. Ach, guck mal, und das hier drüben, der Alchemietisch. Apropos, da fehlt mir eigentlich noch ein Schemel. Oder so eine Bank. Ja, und da stelle ich dann Teint auf. Für Wundverbände. Ah, Aloe, Blätter und Leder. Das ist ja mega, ist ja mega teuer. Ist mega teuer, ja. Aber schönes Bett hast du. Ja, ne? Warte mal. Ey, nicht dahin! Legt euch mal hin! Ja, und dann auf Rücken schlafen. Achso, ihr müsst aber die Werkzeuge aus der Hand nehmen. Das macht ja irgendwie nicht, wenn man Werkzeuge in der Hand hat. Okay, Chris fällt runter. Okay. Hallo. Kuscheln alle im Bett! Leo ist Spider-Man? Ah, ne, Daniel. Hast du noch Platz, Daniel? Kann man bitte jemanden Da kannst du ja eine richtige Orgie machen. Ja. Du kannst hier, du kannst hier voll viele Kissen noch drauf machen und theoretisch kann man auch hier Tänzer dann hinstellen, die dann hier tanzen. Oh ja. Cool, ne? Ohne Scheiß, ich glaube, bei dem Game könntest du echt ein gutes so ein Roleplay machen. Ja, auf jeden Fall. Na, gerade weil du ja auch verschiedene Berufe hast, sag ich jetzt mal. Also durch die Religion, guck mal, ich kann viel so Alchemie machen. Ich kann so voll so eine Hexe sein, euch immer Tränke geben. Und ihr könnt halt so eine Menschenfresser sein oder so. Das ist eigentlich schon... So eine komplett Nudity, gibt es eigentlich auch bei GTA? Roleplay? Nein, ich meine Nudity. Nee. Komplette Nacktheit? Glaube ich nicht, ne. Alter, jetzt ist aber fest hier. Oh, was ist da? Ein Popo dran, ne? Denkeln ist gut, munkeln. Na gut, ihr Lieben, ich mach aus für heute. Hat viel Spaß gemacht. War eine sehr witzige Situation. Und dann, ihr könnt ja noch weiterspielen und dann können wir ja gucken, entweder machen wir morgen noch ein bisschen oder die nächsten Tage. Oder? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Aus dem Haus hier rauszukommen, ich schaffe nicht. Achso, findest du den Weg? Hat jemand eine Fackel von euch vielleicht? Nee, ich bin bei mir schon. Helft doch einmal mal bitte den Chris raus. Der findet sonst den Weg aus dem Haus. Ja.